Während zahlreiche Menschen weltweit am Coronavirus sterben und die Gesundheit von Millionen Menschen bedroht ist, erleben wir ein gigantisches Aufrüstungsprogramm auf allen Kontinenten und auch besonders in Deutschland, wie im Bundestag kürzlich beschlossen. Abgeordnete der Bundesregierung beklagen im Bundestag die Steigerung der Opfer in der Corona-Pandemie, die sie durch fehlende medizinische Vorsorge und Finanzierung mit zu verantworten haben und stimmen dann gleichzeitig für enorme Rüstungsausgaben. Wie passt das zusammen? Wir brauchen eine Politik, die soziale, gesundheitliche und ökologische Sicherheit gewährleistet und nicht eine kostspielige Militarisierung der Außenpolitik betreibt. Aufrüstung, Waffenexporte, Militarisierung und Kriege töten und destabilisieren auch die Gesundheit von Menschen, Gesellschaften und zahlreichen Ländern nach innen und außen. Die Gesellschaftskultur des Friedens fordert seit vielen Jahren das Menschenrecht auf Frieden, weil es die Grundlage für das friedliche und solidarische Zusammenleben der Menschen und Völker ist. Alle, die Kriege propagieren, finanzieren, unterstützen und durchführen, müssen zur Verantwortung gezogen werden und nicht diejenigen, die sie aufdecken, wie zum Beispiel Julian Assange, der in Untersuchungshaft in London sitzt. Er muss freigelassen werden. Heute steht dieses Menschenrecht auf der Agenda der Vereinten Nationen. Es müssen die Waffenexporte auch aus Deutschland gestoppt, die Militärbasen geschlossen werden, wie zum Beispiel Ramstein, die US-Kommandozentralen AFRICOM, EUCOM in Stuttgart, weil diese auch zur Fluchtursache Krieg beitragen. Deshalb Lockdown für Militärausgaben, Impfstoff gegen Krieg. Dafür Investitionen in ein globales, solidarisches Gesundheitssystem. Kriege müssen illegal gemacht werden. Wir brauchen einen Gegenentwurf zu dem Virus Krieg, Armut, Klimazerstörung und der menschlichen Persönlichkeit, die Entwicklung einer Kultur des Friedens. Deshalb empört euch, wehrt euch, liebt euch, gehört euch und widersteht. Sie sind wie wir, doch sind sie es nicht gerne. Sie machen sich nicht gern mit uns gemein. Sie schikanieren uns lieber aus der Ferne und wollen gleich nur unter ihresgleichen sein. Wir zahlen Steuern und sie setzen ab. Wir legen Hand an und sie spekulieren und halten unsere Ängste klug auf Trab, damit wir nichts kapieren beim Verlieren. Sie sind die Reichen, manchmal auch die Schönen. Sie reden Unsinn und der wird gern publiziert. Sie faseln gern von viel zu hohen Löhnen und dass das unsere Wirtschaft ruiniert. Die Börse jubelt, wenn sie die entlassen, die ihnen ihren Reichtum eingebracht. Gerichtlich sind sie eher nicht zu fassen, denn die Gesetze sind für sie gemacht. Empört euch, beschwert euch und wehrt euch, es ist nie zu spät. Empört euch, gehört euch und liebt euch und widersteht. Empört euch, beschwert euch und wehrt euch, es ist nie zu spät. Und liebt euch und widersteht. Die Visionäre sparen sich kühnere Entwürfe, selbst die Satiren wirken blutleer wie kastriert. Die Demonstranten fragen scheu, was sie noch dürfen, und an der Börse wird ein Gesslerhut platziert. Die Menschenwürde, hieß es, wäre unantastbar. Jetzt steht sie unter Finanzierungsvorbehalt. Ein Volk in Duldungsstarre, grenzenlos belastbar. Die Wärmestuben überfüllt, denn es wird kalt. Den meisten ist es peinlich noch zu fühlen. Und statt an Güte glaubt man an die Bonität. Man duldet seine Krampf und Kampf und Spielen. Schauen wir vom Bildschirm auf. Ist es zu spät? Die Diktatur ist nicht ganz ausgereift. Sie übt noch, wie ihren Atem spürt, duckt sich schon präventiv. Und nur der Narr ist noch nicht ganz erstarrt. Er liebt noch und wagt zu träumen. Deshalb schimpft man ihn naiv. Empört euch, beschwert euch und wehrt euch, es ist nie zu spät. Empört euch, gehört euch und liebt euch und widersteht. Es ist nie zu spät.
und liebt euch und widersteht. Wir brauchen Träume, Visionäre. Es muss doch was passieren. Wir sehen doch, wohin es führt, wenn die Normalen regieren. Si alza un grido, viva la libertad!